Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Gaming-PC-Projekt. Und zunächst einmal sei gesagt, die Ryzen 3 CPUs sind an sich gute CPUs und günstige CPUs, aber manchmal ist das auch immer noch zu teuer. Es gibt Leute, die sagen beispielsweise, eine CPU muss unter 100 Euro kosten, soll allerdings auch 4 native Kerne aufweisen. Und beispielsweise könntet ihr in dem Fall, falls das für euch relevant ist, mit einer sogenannten AMD APU glücklich werden. Allerdings bezweifle ich das persönlich schon ziemlich stark, aus Gründen, die wir gleich noch sehen werden. Ja, und deswegen geht es heute um einen Gaming-PC ohne Grafikkarte auf Basis einer AMD APU. Meine Freunde, ich wünsche euch viel Spaß, wir legen los, let's go! So, zunächst einmal gibt es ein paar Basics rund um das Thema APU. APU steht in dem Fall für eine Kombination aus CPU und GPU in einem Chip vereint und zack entstand damals vor ein paar Jahren die erste APU namens Liano von AMD natürlich für den FM1-Sockel und damals war diese APU-Lösung der CPU-Leistung her ganz okay, aber von der GPU-Leistung halt weit voraus von dem, was Intel so geboten hat und deswegen wurden gerade auch die letzten Generationen einer solchen APU-Lösung gerne in Office- und Multimedia-PCs zum Einsatz gebracht. Heute, ein paar Tage und Jahre später, gibt es die aktuelle Lösung für den ARM4-Sockel und heute möchte ich herausfinden, ob es möglich ist, mit den AMD A10 9700 zu zocken ohne Grafikkarte und dann das Ganze nochmal zu vergleichen mit einer GTX 760. Ja, das wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt und wir legen auch schon los. Wie bereits genannt, habe ich mich heute für den A10 9700 entschieden, ein nativer Quad-Core-Prozessor mit einem Basistakt von 3,5 GHz und einem Turbotakt von 3,8 GHz. Ebenfalls mit dabei ist der freie Multiplikator zum einfachen Übertakten und die Radeon R7 GPU mit 384 Shader und einem Takt von 1029 MHz. Der A10 9700 ist in dem Fall wie auch alle anderen ARM4-basierenden APUs keine Zen-CPU, sondern ein Facelift der uralten Bulldozer-Architektur. Der A10 passt dank des einheitlichen ARM4-Sockels auf jedes ARM4-Mainboard und für den heutigen Test habe ich mich wieder einmal für das B350M Pro VDH von MSI entschieden. Mittlerweile ist das Pro VDH dank 8x USB, M.2-Slot und Spannungswanderkühler zu einem echten Verkaufsschlager geworden, aber auch durch die gute Kompatibilität zu Speichermodulen. Äußerst wichtig für eine APU sind natürlich auch die Monitoranschlüsse direkt an dem Mainboard und so gibt es in dem Fall seitens des Pro VDH HDMI, DVI und VGA. Das Thema Arbeitsspeicher ist bei APUs extrem wichtig. So setze ich heute auf 8 GB DDR4 als Kit mit zwei Modulen je 4 GB und einer Taktung von 2400 MHz. Mehr als 2400 MHz funktionieren in dem Fall nicht. Die EGP, also die GPU innerhalb der APU, greift übrigens auf diesen Arbeitsspeicher zurück. Deswegen ist Taktung und Größe in dem Fall ein sehr wichtiges Kriterium. Ebenfalls sehr wichtig ist die Verwendung von zwei Speichermodulen, sozusagen auch hier, um den Dual-Channel-Betrieb zu gewährleisten. Und im BIOS lässt sich die Größe des Videospeichers auf bis zu 2 GB erweitern. Eine dedizierte Grafikkarte gibt es in dem Fall heute nicht. Und so kommen wir auch schon zu den Speichermedien. Und damit das Ganze heute schön flott läuft, gibt es heute eine Intenso High Performance SSD mit 120 GB. Für Windows und Standard-Applikationen mehr als genug Speichervolumen und für Spiele, Daten und jeglichen anderen Stuff gibt es die übliche 1 TB Festplatte von Toshiba. Bei einem solchen in Anführungszeichen High-End-System braucht es natürlich kein 8000 Watt Netzteil, sondern ein hochwertiges Pio Power 10 mit unglaublichen 300 Watt. Schwarz ummantelte Kabel, ein leiser 120er Lüfter und das 80+ Bronze Zertifikat sind natürlich mit dabei. Last but not least landet alles im Co-Link Aviator M, ein Micro ATX Case mit zwei Sichtfenstern und drei beleuchteten Lüftern ab Werk. Das sind dann letztendlich alle Teile, die für diesen Gaming-PC auf Basis einer APU ohne Grafikkarte benötigt werden und insgesamt kostet der Spaß um die 400 Euro. Und das ist natürlich schon eine Menge Geld für einen PC, einen Gaming-PC ohne dedizierte Grafikkarte. Das Ganze ist wieder mal zurückzuführen auf den Arbeitsspeicher, der aktuell einfach unfassbar viel Geld kostet. Wäre das Ganze nicht der Fall, wäre das Ganze auch für 350 bis 360 Euro möglich. Und auch ja, mit dem Geld kann man gebraucht einen guten Gaming-PC auf die Beine stellen, aber darum geht es heute gar nicht, sondern um die Analyse des AMD A10 9700 und vor allem auch der Vergleich zu einer älteren, aber immer noch sehr guten GTX 760. Ansonsten habe ich mich bewusst für den A10 9700 entschieden, weil der einfach verfügbar und mit 80, 85 Euro noch unter der 100 Euro Marke ist, im Gegensatz zu dem größeren A12 9800, der über 100 Euro kostet, beziehungsweise auch schon ähnlich viel wie beispielsweise ein aktueller Ryzen 3 1200, was dann letztendlich aufgrund der Leistung ziemlich
blöd wäre, den A12 zu kaufen. Gut, meine Freunde, damit würde ich sagen, baue ich jetzt diesen APU Gaming PC zusammen. Wir legen los. Let's go! Soweit, so gut. Das Ding läuft irgendwie und bis es in dem Fall soweit war, war das Ganze echt zum Brechen. Bis das Teil überhaupt lief, waren letztendlich insgesamt 4 Arbeitsspeicherkits notwendig und 2 Mainboards, obwohl die BIOS-Stände auf dem aktuellsten Stand waren und der Speicher in der Kompatibilitätsliste stand, hat das Ganze nicht funktioniert. Also da habe ich wirklich echt schon einen Hals bekommen. Bis ins BIOS habe ich es geschafft mit dem Kingston-Arbeitsspeicher. Aber darüber hinaus, nein. Computer sagte, nein, ich stürze einfach ab. Und damit blieb letztendlich nur noch ein Kit von Corsair aus der Vengeance LPX-Reihe. Aber sie laufen nur nicht so, wie ich es mir vorstelle, weil die Module sollen mit maximal 2400 MHz laufen. Laufen sie aber nicht, Computer sagt nein, sondern sie laufen nur mit 2133 MHz. Dann zum Thema Overclocking des A10-9700 und ja, lass es mich mal so ausdrücken, das bringt gar nichts. Also ich kann die APU in dem Fall übertakten auf 3,8 GHz, letztendlich bringt das performance-technisch nichts. Somit fing das Ganze hier schon mal echt super an. Irgendwie nicht und damit schwenken wir auch schon zum Spieletest. Wir starten mit CSGO in Full HD und niedrigen bis mittleren Einstellungen. Oben links wie üblich die FPS. Mehr Angaben sind in dem Fall zur GPU leider durch Riva Tuner heute nicht möglich. CSGO ist ein Spiel, was keine extrem hohen Anforderungen hat und somit möglicherweise auch auf einen Taschenrechner läuft und läuft in dem Fall auch auf dieser APU mit über 60 FPS. Insgesamt läuft es relativ flüssig. Klar, mehr als 60 FPS sind immer gut, aber mit dieser APU ist das Ganze soweit okay. Weiter geht es mit Dirt 4 in Full HD und niedrigen bis mittleren Einstellungen. Ein Rennspiel, was so gesehen technisch auf dieser Kiste läuft, aber mit 30 FPS im Grunde unspielbar ist. Es fühlt sich an wie eine Slow Motion und wirklich gut, lässt es sich trotz der Tastatur einfach nicht fahren. Wenn es gut läuft, habe ich mal 33 FPS, aber ob ich nun in dem Fall 33 oder 30 habe, ist dann letztendlich egal. Ein Rennspiel mit diesen FPS zu zocken, ist ein Ding der Unmöglichkeit und deswegen fällt die APU in Dirt 4 ganz klar durch. Kommen wir damit zu GTA 5 in Full HD und normalen Einstellungen, was somit das Minimum für GTA 5 darstellt und auch diese Settings helfen in dem Fall nicht weiter, um GTA 5 schön zocken zu können. 30 FPS im Durchschnitt, 35 FPS als Maximum. Hier und da gibt es noch ein paar Einbrecher bzw. andere Ruckler, aufpoppende Elemente und Texturen, die einfach sehr spät nachgeladen werden. Es sieht in Anführungszeichen okay aus, aber das bringt in dem Fall auch nichts. Gleichermaßen ist die CPU am absoluten Limit und dadurch fällt auch die APU in GTA 5 haushoch durch. Jetzt wird es Zeit, die GTX 760 einzubauen. Moment, es gibt noch ein paar Informationen. Und zwar ist die GTX 760 eine Grafikkarte auf Basis der Kepler-Architektur, bietet 2 GB Videospeicher und in der Superclock-Version ist sie bereits ab Werk durch EVGA übertaktet. Die GTX 760 gibt es für 60 bis 80 Euro und leistungstechnisch ist sie genauso gut, teilweise sogar besser als eine aktuelle GT 1030, 1030, auf jeden Fall GT 1030. So, CSGO erneut in Full HD und gleichbleibenden Einstellungen. Instant gibt es 20 bis 40 FPS mehr, was deutlich spielbar ist und wodurch CSGO an sich einfach super gut spielbar ist. Die Kombination aus APU und GTX 760 ist für CSGO eine gute und günstige Lösung, wenn man sich mit diesen grafischen Einstellungen anfreunden kann. Aber aus meiner Sicht sieht CSGO an sich ganz gut aus. Auf einer anderen Map läuft es ebenfalls so etwas besser. Über 100 FPS gibt es hier. Das Ganze ist somit vorzeigbar. Und der Unterschied zur R7 GPU innerhalb der APU ist definitiv ersichtlich. Wir switchen damit zu Dirt 4 weiterhin in Full HD, aber diesmal mit einem Mix aus niedrigen bis hohen Einstellungen und das Ergebnis kann sich echt sehen lassen. Allein, dass Dirt 4 grafisch gut aussieht auf einem solchen System und dann noch mit über 80 FPS läuft, ist aus meiner Sicht ein tolles Ergebnis. In Dirt 4 hat so gesehen die R7 GPU limitiert, kaum ist die GTX 760 drinne,
läuft's. Die CPU ist in dem Fall mit über 60% gut ausgelastet, aber das Ganze ist in dem Fall noch weit entfernt von dem, was man als Limitierung bezeichnen würde. Und damit, meine Freunde, machen wir auch schon weiter mit GTA 5. GTA 5 in Full HD und hohen Einstellungen. Einzig die Texturqualität ist auf normal, denn ansonsten würde der Videospeicher der GTX 760 überlaufen. Mit diesen Einstellungen sieht GTA 5 echt gut aus und läuft mit knappen 50 FPS meiner Ansicht nach echt gut. Es gibt natürlich auch Sequenzen, wo die FPS mal etwas geringer sind, aber teilweise auch unter 40 fallen, und da merkt man dann schon, dass das System an sich durch die APU bzw. den CPU-Teil an sich überfordert ist. Die CPU-Auslastung ist bei 100% und somit limitiert auch hier natürlich ganz klar die CPU. Das bedeutet aber auch, dass GTA mit einer APU und einer dedizierten GPU nicht empfehlenswert ist. In FireStrike erzielt die APU 1742 Punkte, kaum ist die GTX 760 drin, gibt es wiederum 5189 Punkte. Die Leistung des nativen Quad-Cores ist in dem Fall einfach unterhalb eines Pentium G4560, was in Cinebench einfach verdeutlicht wird. 286 Punkte für den Quad-Core von AMD und 370 Punkte für den Dual-Core mit Hyper-Threading von Intel. Weniger als 100 Watt verbraucht ein solches APU-System, das ist ja alles schön und gut. Mit einer GTX 760 drin sind es dann 260 Watt. Das bringt in dem Fall allerdings nicht wirklich viel. Ein Gaming-PC auf Basis dieser APU, dem AC9700, um es kurz zu machen, das Ganze ist einfach Müll. Also sorry, aber das Ganze kann ich echt nicht empfehlen. Das hat echt gezeigt, dass diese APUs einfach immer noch nicht da sind, wo sich AMD das Ganze irgendwie vorstellt. Klar, das Ganze ist hier immer noch eine alte Bulldozer-Architektur und irgendwie umgebogen, angeflanscht an den ARM4-Sockel. Das ist schon mal eine ganz eigenartige Kombination. Und die reine CPU-Leistung ist unterhalb eines G4560. Die GPU-Leistung dann wiederum ist letztendlich für CSGO vollkommen ausreichend, beziehungsweise CSGO-ähnliche Spiele. Alles, was darüber hinausgeht, dafür ist die GPU letztendlich vollkommen Müll. Ich kann damit echt nichts anfangen, weil die Leistung ist einfach nicht gegeben, und allein, dass diese CPU CPU-technisch unterhalb des G4560 liegt, das sagt schon echt viel. Deswegen tue ich mich da echt gerade schwer, irgendwie was Positives zu finden. Ja gut, der Stromverbrauch ist gering, aber der Rest passt halt einfach gar nicht. Und damit bleibt eigentlich nicht mehr viel, wo man eine solche APU einsetzen könnte. Weil Grafikleistung, nein. CPU-Leistung, nein. Das Einzige, wo es vielleicht irgendwie sinnvoll wäre, ist ein Handbeschwerer bzw. Briefbeschwerer. Deswegen also, diese Technik ist heute haushoch durchgefallen. Mit diesem Durchgefallen könnt ihr euch natürlich auch nochmal gerne ein eigenes Bild von machen, beziehungsweise das Ganze ein bisschen Revue passieren lassen. In dem Fall bin ich jetzt auch schon durch mit diesem Projekt. Das ist letztendlich einfach nicht zu empfehlen. Und damit stellt das Ganze auch insgesamt auf Basis der APU den schlechtesten Gaming-PC da, den ich jemals gebaut habe. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns damit im nächsten Video wieder. Das steht natürlich in den Startlöchern, und bis dahin ganz genau. Ciao.